Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wildstar, zu einer speziellen Folge, denn in dieser Folge dreht sich alles, oder das meiste, oder großmöglichst um den Geburtstag von Wildstar. Denn Wildstar ist ein Jahr geworden, nämlich im Juni, Anfang Juni sogar, um genau zu nehmen. Und wir haben es nun Juli. Und das kommt jetzt sehr früh, dieses Geburtstagsvideo, aber das kam davor, dass ich hatte noch so viele Folgen und ich habe nicht an den Juni gedacht und jetzt Geburtstag. Geburtstag steht noch an und ansonsten ist das Gebäude, das Zimmer, die Wohnung, hat Safina nun schön eingerichtet, jetzt mit so schönen Bäumen dran und so ihre ganzen Sachen, die sie gesammelt hat, so alles dahingestellt erstmal, weil sie keinen Tisch hat. Weil das all ihr Geld gekostet hat, der Shit hier. Und eine kleine Piff-Puff, so ein Puffy-Puffy. Und so ein kleines Bettchen. Ja, Mensch, richtiges Bett. Wer braucht das schon? Es ist wie in der Natur, deswegen sind hier auch so schöne Felle. Macht's wenigstens so ein bisschen bequem. Und die Bäume, die sind auch noch da. Und irgendwann wird das eine Savanne. Und dann wird Safina einfach alles abbrennen. Ja, und dieses Zimmer soll sie einfach nur dran erinnern. Ja. So sieht die Natur aus, bevor sie da war. Und dann ist alles in Feuer. Das ist doch schön, ne? Ja, und dann gibt's hier dann noch so ein paar schöne Sitzplätze für die Freunde von ihr, die vielleicht irgendwann mal leben und nicht tot sind. Mensch, das wäre doch alles traumhaft, wenn jemand Safinas Eigenarten überleben würde. Ansonsten ist sie außerdem noch in so einem wunderbaren Dress, den zur Beta, Ende Beta, Leute, die Beta gemacht haben, Leute, die vorbestellt hatten, sonst wie was. Es war die ganze Zeit im Inventar und ich hab's nicht gesehen und jetzt dachte ich mir, boah, hat ja keine Werte, sieht nur cool aus, sie mal tragen. Wenn sie eh in ihrer eigenen Eigenheim ist. Nun gut, das ist das, jetzt fahren wir raus. So, sind wir draußen. Ah, ja, die Natur. Mensch, dort sind große Blumen, dort ist etwas schon... Ja, man muss auch fürs Essen, ne? Essen ist immer wichtig. Dazu gibt's auch so ein kleines Kräuterfeld, baut sie mal Sachen an. Meistens ist das nur Unkraut, aber na, man macht halt das, womit man klarkommt. Dann glaub ich hier noch, ja, ich glaube, das war weniger nützlich halt... Oh, eine Schlachtbank. Mensch, gut, dass ich so viel schon damit gemacht habe. Egal. Und da ist ein Diradune-Portal. Das ist auch schön. Und dort ist ein Friedhof. Den sehen, welche Aufgaben zu erfüllen gibt, die ich noch nicht kenne. Die aber mysteriös wirken. Denn sie sind friedhofmäßig mysteriös. Und hier ist ein kleiner Esstisch. Oh, sieht schon ein bisschen wie Party aus. Ein bisschen wie Party. Mensch, wie klickte man das noch so an? Ich bin mir nicht sicher. Dafür habe ich schon Walzer zu lange nicht mehr gespielt. Ach, da, mit Redeneinstoß. Und dort ist irgend so eine Dingschi-Bumschi von Verbanden, die ich dahin platziert habe. Ja, das Ganze hat dann sonst ansonsten fast sehr... Fast nicht, es hat sehr viel Geld gekostet. Für das kleine Portemonnaie von Safina, aber... Es sollte wenigstens so einigermaßen schön sein. Die richtig tollen Sachen kosten richtig viel Geld und da hält man eh vieles später noch Cooles. Von daher kann man aber erstmal damit leben. Und gewisse Dinge geben halt so ein paar Ruhebonus-EP-Sachen. Safina hat jetzt eh kurz vor ihrem nächsten Novel und da ist dann noch so ein kleiner Dingsbums. Da geht's anscheinend jetzt schneller. Das ist voll cool, Mann. So. Nun zu den anderen Sachen, die es noch gibt. Ich habe noch zwei Wundertüten zu öffnen. Oh, wir haben was Tolles im Kostüm bekommen. Was? Oh, wir können was anziehen. Das Schlachtzug-Torso-Bandagen-Dingsi-Bumsi. Oh, das ist ja mal hauteng, Mensch. Das ist ja mal hauteng und ziemlich... guckt euch die Farben an. Guckt euch die Farben an. Blau-gelb, ne? Blau-gelb, ne? Aber okay. Switch.
das hat schon mehr. Aber das ist cool, wahrscheinlich gibt es ein ganzes Set von. Was ist das? Eine Deko! Yeah! Ektischer Gensequenzer. Den könnte man irgendwann mal hier dann platzieren. So, ist in der Kiste. Braucht kein Platz mehr. So, gibt es Bausätze. Die meisten Bausätze scheinen eigentlich nur so eine gewisse Zeitbegrenzung haben. Dann verschwinden die wieder, wenn man die lang genug genutzt hat. Aber, nur gut. So, wo war ich? Genau. Das ist immer noch das Geburtstagsdenksel. So, und für das Geburtstagsdenksel habe ich hier nichts. Moment, gib mir einen Moment. Jetzt lasst mir einen Moment geben. So, da haben wir unser exklusives Haus. Yeah. Da, Beutel, yeah. Vergoldetes Modell der Hazardoi. Eine Deko, die wir noch zu nicht zu hohe Stufe brauchen. Okay. So, dann haben wir eine Deko. Holographisches, eldanisches Relikt. Ja, Mensch, das glaube ich auch noch etwas, was... Hey. Du kannst nur einen dieser Deko... Oh, ja, Mensch, haben wir schon. Können wir es löschen. Das ist halt irritierend, wenn man es immer wieder runterladen kann. Da ist die Textilrüstung des Wegelagers, das, was sie gerade anhat. Und hier ist die Beutekiste zum einjährigen Jubiläum von Wildstar. Ein Jahr später. Fette, fette Beute. Danke, dass du unglaublich in den ersten 12 Monaten schon Wildstar miterlebt hast. Ja, nicht ganz, aber jetzt hole ich ja alles nach, ne? Und ihr ja auch. So, spätestens, ne? Wenn free to play, dann kommt everyone. I hope so. So, dann ist Big Fun wieder in the City. Da könnte man eine Instanz mal wieder raiden. Haha. Oho. Aber es ist ja jetzt schon mehr los wieder. Seit dieser Ankündigung. Ich mag nicht free to play, gebe ich offen zu, aber. Das ist okay. So, ein Charakter binden. Zack, boom. Er mit dem Geschenk. Cool. So, was sagt mir das Geschenk? All the stuff. All the stuff. Ja. Zum einen haben wir das Titel Jubilator. Die anderen haben es verpasst, aber nicht du. Du warst mit dabei. Du hast das einjährige Jubiläum vom Wild Wildstar miterlebt. Du hast viele Geschichten zu erzählen. Gut gemacht, Sternchen. Neue Errungenschaft. Yeah. Cool. Denn diese Geschenke erhält man im ganzen Monat Juni, wenn man da mindestens einmal eingeloggt ist und sich die Dinge abholt. Ich mach das jetzt Ende Juni. Für euch, wenn ihr das seht, ist das Juni. Ha, nun, aber Hauptsache man macht mit, ne? Der Gedanke zählt. Man kann auch nachträglich immer gratulieren. So, offizielles Jubiläum, Partykanonen-Dingsi. Plötzlich bringt die Party offiziell ins Rollen. Kann man das die ganze Zeit benutzen? Mal gucken. Dann haben wir das Jubiläum Swowstow War. Es gibt keine bessere Party als eine Jubiläumsparty, weil es nur auf der Jubiläumsparty Jubiläum Swowstower gibt. Das ist ein Pet, ne? Jetzt haben wir ein Pet. Ich weiß nicht, wie ich ein Pet entdecken, wie ich das öffnen kann, aber wir haben jetzt... Sabrina hat jetzt ihr erstes Pet. Und das ist ein Jubiläumspet. Das ist nicht cool. Ja. So, was haben wir denn noch? Ein Törtchen zum einjährigen Jubiläum. Sexy. Und das ist ein Transpositionsgerät. Lass zur Feier der einjährigen Jubiläum von White seine Tanzparty krachenden Beats steigen. Oh Gott, yeah. Moment, wir gehen mal schön in die Bude rein und platzieren da irgendwie jetzt die Torte. Ich hoffe, ich krieg das hin. Bitte? Die doofe Tür. Geh rein. Danke. So. So, jetzt lasst... Oh, das war gut. Jetzt lasst mich erinnern. Kiste. Gut. Törtchen. Sehr gut. Törtchen. Platzieren. Platziere dich. Magie. Und das ist der Gensequenzer. Auch nett. Aber Törtchen sieht lecker aus. Schön. So, umgestalten. Das, Nochmal. Landschaft? Nee. Kiste? Händler? Nee. Liste der platzierbaren Deko. Cool. Wo ist Törtchen? Oder ist das alles, was passiert ist? Moment, Liste der Platzierten. Haha.
Not today. Bearbeitungsmodus ein. 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 Ein? Ich denke, der ist ein. Kann man das vielleicht nur draußen platzieren? Gut. Oh ne. Da ist das Törtchen. Törtchen, du bist falsch rum. Da bist du ja. Mensch, du siehst lecker aus. So. Finde ich gut. Bleib genau dort. Nee. Bestätige. Nein, Wir waren so nah an dem Törtchen dran. So close. Mit rechter Maustaste. Und dann können wir es platzieren. Und wenn es passt, klicken wir auf Platzieren. Dann ist das sexy Törtchen platziert. So. Jetzt suchen wir unser Pet. Denn was ist so eine Party ohne Pet? Gerade ohne einen Party-Pet, Patty. Patty! Patty, wo bist du? Komm raus, wir suchen dich. Bitte, Patty. Müsste das nicht. Oh yeah. Ich hätte mich vorher informieren müssen. Nee, das sieht nicht gut aus. Könnte das hier sein? Nee, nicht bei denen. Oh yeah. Oh yeah. Oh, Wissen auch nicht. Wissen. Ich brauche Wissen. Büro für Bugman. Charakter. Oh. Warum ist das nicht hier? Ich hätte jetzt gedacht, dass das Pet beim Charakter ist. Ist ein Pet dort? Ich suche nach einem Pet. Wo ist das kleine Pet? Quest King, sende nein. Ich brauche das kleine Pet. Petto! Wo bist du? Petto, wo bist du? Sammelgegenstände. Ja, endlich gefunden. Nicht lange gedauert. Und Jubiläumsmonster. Oh Gott, das sind all die Pets. Das sind all die Transportmittel. Nice. So, Begleiter herbeirufen. Bist du bei mir? Wo bist du? Wo bist du, kleiner Mann? Wo bist du? Wo bist du, kleiner Mann? Komm her. Ja. Ich beschwöre dich. Wo bist du, süß? Guck dich mal an. Lass dich mal angucken. Du bist fuschig. Ja. Supidupi. Dann können wir jetzt mal... ich muss schon platzieren. Das war ein eingesüßter Sportler Tanzparty. Beat steigen. Ja. Soll ich diesen Gegenstand löschen? Nein. Ich will ihn einsetzen. What? Nein. Nein. So. Schrecklich. Deaktiviere das. Kann ich denn deaktivieren? Yeah, Party! Was? Achso, man muss müssen Leute in der Nähe sein. Jetzt geht das. Fühlt ihr das? Fühlt ihr den Beat? The beat of the birthday. Beat, take the beat, man. The beat, feel it. Yo, happy, Wildstar, 1 year. Und es wird weitergehen. Woo, beat, some beat, man. Sexy, Whoa, what the moves, man. Mach das egal, Safina. Yo, das ist super nice. Das ist mein Geburtstagsparty! Upsi! Man kann immer Geburtstag feiern. Es ist niemals zu Ende mit dem Geburtstag! Yeah! Feel den Groove! Yeah! Super nice! Bam! Und nicht den Kleinen treffen! Nicht den Kleinen, diesen Rosa, den treffen!
Boah, ist das gut. Boah, ist das gut. Und kann ich die essen? Oh, die kann ich anmachen. Hey, guck mal, ist das ein Feuerwerk? Ja. Oder? An. Geh an, ja. Piu, piu, piu. 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 Ist das nicht schön? Ja. Das ist super. So. Du, ich freu dich. Du Kleiner. Du kommst jetzt immer mit uns. Für die nächsten paar Folgen. Kleiner? Da. Guck mal. Das ist unser Reich. Ja. Ist das nicht toll? Ja. Ja. Und es wird weitergehen. In den nächsten Folgen wird dann Safina auch ein bisschen mehr rumschießen und mehr als nur ein paar Kräuter wegschießen. Nämlich, dann wird's so richtig zur Sache. Dann, naja, nicht so ganz. Dann zuerst erkunden wir in den nächsten Folgen. Lass es ein paar Folgen sein. Die Stadt, denn da gibt's anscheinend auch noch viele Geheimnisse. Ein paar Quests zur Herstellung. Ein paar Quests zur Story. Und dann werden wir das nächste größere Gebiet. Achso, Moment. Ah. Gebiet. Wir sind. Nein, nicht da. Da sind wir. Na? Also, theoretisch, da. Die nächsten Folgen. Und dann geht's nach Aurora. Und dort wird sicher auch ziemlich interessant. Und da wird Safina sicher viel begleiten. Sicher sehr viel entdecken. Vielleicht nicht nur mehr alleine rumlaufen. Na, du hast doch keine Begleitertierchen, ist ja dabei. Wollen mal gucken, was sich sonst noch so ergibt. Vielleicht ergeben sich tatsächlich ein paar Instanzen, paar weitere große epische Aufgaben und ein paar Schnickidischnack-Folgen wie diese Folge, die nichts hatte, außer guck mal. So sieht die Wohnung von Safina aus und das war voll der coole Geburtstag für Wildstar. Yeah. Das ist echt cool. Also ich freue mich echt auf, der Stuff ist cool. Und die Beat-Dings hat Safina voll gute Moves drauf. Und dort ist dieses Friedhof-Ding, was auch noch zu erforschen geht. Cool. Also ich würde sagen, es gibt noch ziemlich viel zu tun. Alles klar, wenn ihr Bock habt, dann schaltet einfach in der nächsten Folge wieder ein. Und dann entdecken wir neue tolle Sachen. Denn für mich ist ja immer noch alles blind. Und das war's von der heutigen Folge von Wildstar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaut einfach in der nächsten Folge ein. Oder guckt was anderes von Wildstar. Es gibt Wildstar ist gut. Spielt Wildstar. Spielt das. Oder guckt. Hauptsache, ihr mögt Wildstar. Wildstar ist super. Wenn nicht, dann schreibt warum. Okay, ich glaube, das war lang genug. Na, so, da unten andere Videos, ne? Kann man auch mal erwähnen. Sag ich nie. Steht immer da. Alles klar. Ich bin Zavex und ich bin raus. Ciao.